Gute zusammen, es ist Wochenende, Zeit für ein neues Video. Ich habe ein paar schöne Sachen im Bereich Merch und Figuren, wie im Thumbnail zu erkennen war. Und wir starten auch gleich, ohne lange zu schnacken. Hier haben wir aus 92, das ist die Official Nintendo Sticker Collection. Und da seht ihr den guten Mario. Das ist Super Mario 3. Hier sieht man ja an diesem Waschbärschwanz und den Ohren. Davon habe ich 10 Stück. Eins habe ich schon mal ausgepackt. Das eine habe ich schon leicht beschädigt beim Auspacken, deswegen werde ich hier vorsichtig vorgehen müssen, damit die Wappen oder überhaupt die Sticker nicht beschädigt werden. Im einen Tütchen waren tatsächlich zwei Wappen drin, also die Messlatte ist extrem hochgelegt. Und jetzt haben wir hier aus Super, ist das Super Mario? Was zum Teufel ist das denn? Könnte sein Super Mario, muss es aber nicht. Und dann haben wir einen Goomba, geile Farbe, richtig cool. Keine Ahnung, was für ein Game das sein soll. Und das ist das Schöne, es geht hier nicht nur um Super Mario, sondern auch andere Videospiele werden hier gehighlightet, gewürdigt. Und hier die kleine Bombe, die bald hochgeht. Ja, und die Messlatte haben wir hier limbomäßig, sind wir die unterlaufen, weil hier ist kein Wappen dabei, nichts. Das heißt, das erste Tütchen war jetzt nicht so prickelnd. Wir haben hier noch 8 weitere. Geben uns das auch mal und hoffen auf Wappen. Weil die sind richtig geil. Keine Ahnung, wie dieses Viech heißt. Kenne ich so nicht. Jesus Christus, helft mir bitte in den Kommentaren. Was ist das für ein Game? Das ist, glaube ich, der beschissenste Sticker, den man überhaupt ziehen kann. Und das wird wahrscheinlich Prinzessin Peaches sein. Aus Super Mario Doc. Keine Ahnung, was ist das denn? Und jetzt endlich mal Super Mario auf dem Game Boy. Geniales Bild. Wieder keine Wappen. Ich glaube, ich habe hier mein Potenzial schon ausgeschöpft mit den zwei Wappen. Aber wir machen weiter und bleiben gute Hoffnung. Change Sides, das ist ein Super Mario Tennis Spiel auf dem Game Boy. Alter Falter, und davon habe ich gesprochen. Auch wenn es hier leicht abgeschnitten ist, das Nintendo Logo und der Schriftzug. Mega. Das ist das Spiel schlechthin gewesen neben Tetris. Und diesen Sticker zu haben, ist einfach Gold wert. Es ist genauso viel wert wie ein Wappen, wenn nicht sogar mehr. Keine Ahnung hier, Puzzle, wie die Dinge heißen, weiß ich nicht. Was ist das denn? Sieht aus wie so, ihr wisst schon, ein ISDE-Toy. Und wieder eine Spinne aus Super Mario. Immer noch kein Wappen, 3 Tütchen, was ist hier los? Also Super Mario Land, ganz großes Kino, muss ich echt sagen. War einer meiner Favoriten und den haben wir jetzt tatsächlich, oder ich habe ihn gezogen. Wieder hier Super Mario auf dem NES. Da wieder diese fleischfressende Pflanze. Das ist jetzt eine Doppelung, hatten wir schon. Was ist das? Super Mario 2, glaube ich. Und Super Mario 1, würde ich sagen. Und das sieht aus wie ein Boomerang oder eine Bananenstaude. God only knows. Wieder kein Wappen. Es kann nicht sein. Ey. Leute, ich habe vorhin nur ein Tütchen ausgepackt. Da waren 2 Wappen drin. Und jetzt habe ich hier diese Pechsträhne. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist das Zelda? Keine Ahnung. Schön, das haben wir doch hier eben gesehen auf dem Cover. Das ist das Bild. Nur etwas schärfer. Und wieder Super Mario auf dem Game Boy. Was zur Hölle ist das? Ich kann es nicht identifizieren. Das sieht aus wie so ein Fabelwesen. Ja? Und Super Mario, cool, mit der Rübe in der Hand. Wieder kein Wappen. Also langsam schwindet meine Hoffnung. Wir haben nicht mehr so viele Optionen. Aber gut, keine Ahnung, langweilig. Das ist auch Super Mario. Und hier das Ende der Fahnenstange. Darauf hat man hingearbeitet. Wieder Super Mario. Ja, Link. Link. Und wie die Jungs heißen, weiß ich nicht. Noch 3 Tütchen. Ein Wappen wäre jetzt mal angebracht. Ja? Und zwar ein cooles. Weil bislang finde ich, bis auf das Super Mario Cover von dem Game Boy Spiel, war jetzt nichts Prickelndes dabei. Und da haben wir ein Wappen. Okay, Super Mario Doc. So, das ist hier die Wüstenwelt. Das hier scheint ein Sticker zu sein. Was ist das denn zur Hölle? Ist das auch wieder Zelda? Keine Ahnung. So, noch 2 Tütchen. Dann haben wir das Thema durch.
bislang ein Wappen, ist etwas mau die Ausbeute, aber was nicht ist, kann auch werden. So, Münzen, die braucht man immer, Coins, versteckte Welten, wieder keine Ahnung, wahrscheinlich Zelda, Pinbot. Und diese Sticker finde ich cool, die Cover von den ganzen Spielen, das ist richtig geil. Super Mario Golf und wieder ein Cover, Super Mario 2 mit der Rübe in der Hand, jawoll. Wie gesagt, ich wiederhole mich, hier ist immer das Logo abgeschnitten, das Trademark oder ein Schriftzug. War mir schon vorher klar, dass es so ist. Ich habe ja vorher mal ein bisschen recherchiert und jetzt kommen wir zur letzten Tüte. Und dann haben wir tatsächlich jetzt bislang ein Wappen gezogen, plus die zwei, die ich schon gezogen habe. Keine Ahnung, wieder überfragt, auch keine Ahnung. Und hier haben wir Cobra Triangle. Dieses Spiel habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Hat aber hier einen Sticker bekommen. Und tatsächlich haben wir hier nur ein Wappen gezogen. Das ist enttäuschend. Das ist schwach. Naja, gut. Dann muss ich damit leben. Freue mich über Super Mario Land. Das ist wirklich genial. Und dann machen wir gleich weiter. Und zwar habe ich mir aus den USA dieses Merlin, also wir bleiben bei Merlin, Sticker-Album besorgt. Gab es nur in den USA. Wir hatten diese Motive allerdings, meine ich, mit einem anderen Border, anderer Umrandung. Also zumindest ähnlich. Aber halt nur als Sammelkarte. Und das sind jetzt hier die Sticker aus 93. Und das hier, glaube ich, ist das leere Album. Ja, komplett leer. Ihr seht ja auch nochmal hier Werbung, WWF Merchandise. Der Pseudo-Präsident Jack Tunney. Und das ist also wirklich blank, noch jungfräulich. Da ist nichts drin. Sehr schön. Die Sticker zu bekommen wird super schwer. Ich werde es mal versuchen, aber habt da wenig Hoffnung. Dann haben wir hier Originalwerbung. Mr. Nanny, Hulk Hogan in seiner Traumrolle. Und hinten die Admiral, ja, das ist David Robinson und hier auch Karl Malone zu sehen und San Antonio Spurs. Slam Dunk, auch schönes Bild. Und jetzt wird's verrückt. Ich habe nämlich ein kleines Lot Bundle geholt und da gab es zweimal das Album. Und da gab es noch was dazu, das zeige ich euch gleich. Dann gucken wir nochmal das Album rein. Und zwar hier dieses Magazin, das ist die Ausgabe 4 oder Volume 4. Und das nennt sich Sporting Superstars, da gab es halt Poster drin und so weiter und so fort. Und ich habe es halt deswegen geholt, weil es im Bundle war. Und dann seht ihr hier so seine Stickertütchen aus. Nicht zu verwechseln mit diesen Stickertütchen, auch von Merlin, aber die sind aus dem Jahr 95. Gab es auch nur UK und USA, soweit ich weiß. Und diese sind leider nicht mit dabei, sonst hätte ich sie ausgepackt mit euch. Das hat er schon eingeklebt ins Album. Trotzdem will ich mal einen kurzen Blick hier reinwerfen mit euch. Ihr seht hier Hulk Hogan und Brutus the Barber, Beefcake, Mega Maniacs. Und hier nochmal Free Sticker Album and Stickers. Das heißt, das Album war mit dabei. Und dieses Stickertütchen. Und hier sehen wir Bam Bam. Richtig gut. Poster sind auch noch drin, wenn wir dann das Ganze wenden. Dann sehen wir die Steiner Brothers und wir sehen Tatanka und die Mega Maniacs. So nochmal von hinten das Ganze. Und jetzt schauen wir hier nochmal rein und gucken uns das an. Aber vorher finde ich es bemerkenswert, das Cover. Das sieht schon mal Bombe aus. Haben wir eben schon gesehen. Aber wir haben hier sogar Bo Blake von den Beverly Brothers. Der wird hier gehighlightet. Dann haben wir Rick Steiner und natürlich die absoluten Superstars, die man ja so kennt. Aber schön, dass hier auch Tag Team Wrestler, zumal auch die Beverly Brothers, auf diesem Cover verewigt wurden. Und jetzt blättern wir schnell durch, gucken uns die Sticker an. Da sind 6 Stück eingeklebt worden. Muss ich mit euch suchen. Und da ist Bret Hart. Ist das mal geil. Mit dem Belt. Und hier seht ihr dieses WWE, dieser Banner. Und hier die Bauchbinde. Das ist typisch für diese Sticker. Gab es bei uns in diesen Sammelkarten so nicht, dieses Design. Und das ist ja auch mal absolute Bombe. Machismo, Razor Ramon. Ja, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Dann haben wir hier noch Kamala, auch ganz nett. Ja, hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht, aber es ist halt geworden. Dann habe ich hier irgendwo gesehen den Macho Man. Gucken wir uns auch noch mal kurz an. Da ist der Macho Man. Auch schönes Cover, schönes Motiv. Richtig coole Sticker. Und was ich absolut feiere, ist hier den Brooklyn Brawler mit echtem Namen Steve Lombardi. Richtig cool. Brooklyn Brawler neben all den Superstars ist ja halt auch mit dabei. Und Yokozuna und Mr. Fuji. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Die Doku über Yokozuna ist wirklich der Knaller. Da habe ich hier irgendwo auf YouTube gesehen. Also for free muss man sich geben. Geht auch, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde. Und man kriegt einen super Einblick. Ja, behind the scenes, wer war dieser Mensch und warum musste er so jung sterben? Ne? Gut, es ist offensichtlich, warum er jung sterben musste. Ja, sein Problem war ja offenkundig.
Und mehr Sticker sind ja auch nicht. Ich meine, es waren 6 Stück, die wir gerade gesehen haben. Aber ich will nochmal der Vollständigkeit halber durchblättern. Nicht, dass mir doch was durch die Lappen gegangen ist. Das war's. Hier nochmal die Rückseite. Auch schön riesengroß, dieses Logo. Ach, da kriege ich immer Herzklopfen. Herzklopfen ist ein schöner Übergang, ein Stichwort zu diesem Album. Wir schreiben das Jahr 83. Da war ich 4 Jahre alt. Aber ich kann mich tatsächlich an dieses Album erinnern. Ich hatte ein paar Sticker und das Album auch. Und es war damals schon so krass innovativ, weil es gab so, wie soll ich sie nennen, diese Folienaufkleber, die transparenten, die konnte man abziehen und wieder dranbringen, also so Transferaufkleber. Und damit konnte man dann Barbie, ja, kleiden, dressen. Und das war extrem innovativ und auch kreativ zum Spielen dann. Zieh Barbie an mit der immer wieder verwendbaren Kollektion, was ich eben gerade erwähnt habe, aus ihrer Traumboutique, auch vom Panini. Schön und nicht im besten Zustand, ja, schon gebraucht, das sieht man, aber für 5 Euro ein komplettes Album mit allen Stickern. Und das genau geben wir uns jetzt mal hier im Schnelldurchlauf. Die ganzen Sticker möchte ich euch mal zeigen, weil das Artwork ist einfach erste Sahne. Und da stehe ich zu meiner femininen Seite, ich feiere dieses Album und die Erinnerung daran, das ist einfach geil. Rund um die Welt, hier sehen wir hier, was immer hier, China. Chinesische Mauer und so weiter und so fort. Love Barbie, übrigens, das hier ist ein Sticker, ja, sehr geil. Auch hier, das meine ich, dieser Schriftzug, mega. Dazu steht jetzt Dallas, warum auch immer, heißt das Pferd so, ich weiß es nicht. Würde Sinn machen, denn wir sind hier bei dem Kapitel auf dem Rücken der Pferde. Ich gehe davon aus, das Pferd heißt Dallas. Liebe dieses Artwork, diesen Schriftzug. Hardcore. Im ewigen Eis, ja, Eisbären dürfen da nicht fehlen und Robben. Auch schön. Sehr, sehr schön. Das ist jetzt hier auch wieder ein Sticker. So wie alles andere, was hier zu sehen ist. Das ist die Frühjahrsmode. Sensationell. Und rechts haben wir die Sommermode. Ne? Ich liebe es. Ich wiederhole mich. Ich liebe es. Am Strand. Beachwear. So, da wird hier ein bisschen gesegelt, gesurft, was man halt so macht. Ja. Damals war halt Instagram noch nicht und Influencer, aber hätte man das gehabt, dann würde das so damals ausgesehen haben. Sehr schön. Sport und Natur. Ja, Fitness ist heute auch noch ein mega Hype. Ein mega Industriezweig, Fitness. Und hier nochmal ein bisschen Kaminfeuer, Romantik. Zum Tanzen geboren. Heute Abend läuft Let's Dance. Wird auch nochmal geguckt, es liebt meine Frau die Sendung und ja, schön, richtig coole Sticker und wie gesagt, es ist komplett, ich habe 5 Euro für dieses ganze Album mit allen Stickern bezahlt, da kann man eigentlich nicht meckern. Das hier fällt jetzt raus, weil jetzt kommen wir zur Traumboutique, ein Tag voller Romantik und das ist dieses Faltposter Dream Store. Hier seht ihr die Klamotten, die hängen an den Kleiderbügeln, hier oben auch. Hier sind ein paar frei, aber die fehlen nicht, weil die wurden hier schon angezogen, die Teile. Sie hält sie hier in der Hand und hier hat sie einen Dress an oder was auch immer, keine Ahnung, wie man das nennt, diese Kleidungsstücke. Da bin ich kein Fachmann. Und das dazu. Hier hinten auch nochmal ganz viele Barbies in verschiedenen Variationen, also auch hier schon sehr divers. Einfach nur hübsch anzusehen. Und diese Folien oder Transferaufkleber sind der Knaller gewesen damals. Partyzeit. Wieder am Klavier, ein Klavier aus Massachusetts. Was haben wir hier unten? Ein herrlicher Tag, Abenteuer in der Luft. Na klar, wir haben ja Kohle ohne Ende, können uns das alles leisten. In Barbies Welt spielt Geld gar keine Rolle. Ein Baby, das darf auch nicht fehlen, ja, im Werdegang einer Frau. Macht Freude, ja, so ist es, Haus, Garten, Hund, also Klischees, wie man es halt kennt. Ne? Die Ferien sind vorbei. Die Ferien sind vorbei. Okay. Wir nähern uns dem Ende scheinbar. Märchenschlösser. Auch einfach toll. Märchenhaft, traumhaft schön. 1001 Traum. Ich kenne nur 1001 Nacht. Jetzt haben wir hier 1001 Traum. Und es sieht auch wirklich sehr, sehr märchenhaft und romantisch aus. Ja. Alle Schätze dieser Welt. Mona Lisa. So, was haben wir hier? Venedig. Herbstmode, die darf nicht fehlen. Wir hatten ja Frühling und Sommer, jetzt kommt Herbst. Da ist der Herbst.
Und hier haben wir dann die Wintermode. Letzte Seite, alles Gute zum Geburtstag. Wieder ein schöner Sticker, I love Barbie. Genau so ist es, ich liebe Barbie. Und damit sind wir am Ende dieses schönen Albums. Ich wollte es unbedingt mal gezeigt haben, weil das ist für mich einfach Kindheitserinnerung pur. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit Barbie wie ich damals. Dann kommen wir zu etwas anderem, völlig anderem. Und zwar haben wir hier den Heath Skeletor und da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, boah, ist doch eine Kackfigur, braucht kein Mensch. Ja. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht zu brutal klingen, aber niemand braucht die Origins-Figuren. Also man kann sich die ganze Toyline eigentlich sparen. Aber wenn man sie sammelt, dann kann man sich auch diese Figur zulegen. Die hat jetzt, glaube ich, 21 Euro gekostet, ist nicht die Welt. Ich finde es irgendwie ganz witzig. Ja, es gibt scheinbar auch im Background irgendeinen Comic, das ich nie gelesen habe. Unwichtig. Ich mag hier das Artwork, das ist ganz okay. Zumindest Panto gefällt mir hier. Und Heath Skeletor, ja, wenn er nicht so günstig gewesen, dann hätte ich ihn mir nicht geholt. Jetzt ist er hier, wir packen ihn aus. Gucken uns das Minicomic an. Und wir machen kein Mix and Match. Weil Mattel war so schlau, der Figur einen anderen Farbtop zu geben. Na komm jetzt, na, was hast du denn? Ich krieg's nicht aufgerissen, was ist denn hier los? Doch, an der Stelle geht's. So, Karte kommt weg. Die heben wir mal auf. Kurzer Blick ins Mini-Comic. Ne? Crisis at Multicore. Ja, das hat was von Dune, diesem Sandwurm. Das ist eigentlich total abgekupfert, 1:1. So, und dann sehen wir hier The Goddess. Und dann sehen wir hier, übrigens He-Man-Variante. Wann kommt Slime Pit He-Man? Hier wird ja schon angeteased. Oder was ist das hier? Dragon He-Man? Was soll das denn sein mit dem Horde-Symbol? Also ich gehe davon aus, bei den ganzen Repaints, die wir haben, darf es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis auch Slime Pit He-Man seinen Weg zu Mattel Creations findet. Interessant ist hier auch, das kennen wir aus dem Filmation-Cartoon, dieses Fluggerät, Raumschiff, das finde ich sehr geil. Wenn das mal käme, da würde ich auch ernsthaft überlegen. Und jetzt wird es total schräg, jetzt haben wir hier, was ist das? Castle Grayskull in OVP als Spielzeug oder was? Okay, krass. Okay, völlig absurd, verrückt, aber mir gefällt's. Was ist das hier für ein Charakter? Kenne ich auch überhaupt nicht, erinnert mich eher so an Marvel-Universum. Und dann sehen wir jetzt hier tatsächlich Heath Skeletor gegen He-Man. Na dann. Mhm, okay, und dann hier die Schlussworte. Your Own may the best He-Warrior win. Also ein offenes Ende im Grunde. Wir wissen nicht, wie dieser Kampf ausgeht zwischen Gut und Böse. Gucken wir uns mal die Figur an. Da ist er. Ja. So, wir machen es anders. Ich mache einen kurzen Cut, packe den Ruhe aus, wenn mein Cutter fehlt. So, da ist er und ich muss mir einfach mal merken, ein Cuttermesser immer bereitzulegen, bevor ich das Video aufnehme. Und ich bleibe dabei für 21 Euro, oder was er gekostet hat. Ich finde dieses Farbschema gut, das passt einfach. Ja, wir haben hier ein bisschen Goldverzierung oder was soll das sein, Gelb, aber eher Gold. Dann das schicke Blau, das aber leider nicht zu den anderen Blautönen passt, zu den anderen Skeletors. Und das Ganze nochmal ein bisschen hier in einem Purple-lila Farbton. Hinten passt natürlich das Schwert rein in die Halterung. Von daher ist es für mich eine gelungene Figur, die man nicht haben muss. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ich wiederhole mich auch hier, man muss keine Origins-Figur haben. Es gibt genug Vintage-Figuren da draußen, niemand muss Origins sammeln. Von daher gibt es hier keinen Grund, sich zu beschweren. Und der war ja auch nur bei Creations zu bekommen. So, das heißt, Mix and Match geht nicht, wegen den verschiedenen Farbtönen oder Hauttönen. Das bedeutet, wir gucken mal jetzt, wie er aussieht, wenn wir andere Rüstung dran machen. Genauso machen wir es. Ich habe mir jetzt nur mal kurz die Faker-Ausrüstung ja, drüber gestülpt, den Harnisch. Geht auch noch, ja, ist natürlich nicht ideal, aber würde so für mich auch noch funktionieren, weitestgehend. Und ja, passt schon. Also die schwarzen Haare, ich finde es cool. Hier unten sehen wir auch nochmal, hier an den Stiefeln, auch schwarze Bemalung, ist auch nicht selbstverständlich. Da hat man also nicht gespart. Ja, cool, passt für mich. Aber warum ich die Figur gekauft habe, ist folgendes. Ich wollte mir einmal mal das Ganze geben, diese Rüstung vom Heath Skeletor mit dem Keldor-Kopf. Und auch das werden wir uns gleich mal anschauen. So, jetzt habe ich auch mal herausgefunden, wie das aussieht. Sagt mir jetzt überhaupt nicht zu. Die schwarze Hose ist nicht das Problem. Aber dadurch, dass jetzt hier die Stiefel und hier die Arm
Streifen eine andere Farbe haben, einen anderen Lilaton, passt es nicht gut zusammen. Das heißt, ich werde alles wieder rückgängig machen und den Heath Skeletor, so wie er in der Verpackung war, einfach in die Vitrine stellen. Und damit hat sich die Sache, ist dieses Mysterium auch gelöst. Mix and Match funktioniert bei dieser Figur nicht wirklich gut. Ne? Ich würde es lassen, würde aber die Figur empfehlen, wenn ihr die für 21 Euro oder was auch immer bekommen könnt. Das ist für mich absolut okay. Mehr ist aber auch definitiv nicht wert. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt mal wieder vernünftige Figuren und keine Experimente und Ausflüge in irgendwelche Multi-Universen. Ne? Das dazu und nun kommen wir zu dem Highlight des Videos, wie ich finde. Das Beste kommt zum Schluss. Hier haben wir auch von Mattel aus der Bravestar Toyline den Handlebar, wie unschwer zu erkennen ist, also der Barkeeper. Und der sieht geil aus, weil er ist hier noch komplett weiß. Ich habe lange nach dieser Figur geschaut, habe den aber eigentlich so gut wie immer nur vergilbt gesehen. Also der Torso war vergilbt oder die Arme oder beides. Irgendwas war immer nicht so ideal an der Figur. Und die ist richtig schön weiß. Also ein absolutes Highlight für die Sammlung. Der kommt mit seinen zwei Wurfscheiben, die hier drin sind. Und Kerium ist standardmäßig auch dabei. Handlebar, wie heißt der hier? Mustacho, also Mustache. Okay, keine Ahnung. Ja, wie macht man das denn am besten auf? Ich habe ja wenig Erfahrung. Ich glaube, mal hier die Lasche einfach aufreißen. Mal gucken, ob sie das überlebt. Das Cuttermesser kann ich hier auch nicht verwenden. Na, jetzt habe ich es gerissen an der Seite. Na geil. Genau das sollte nicht passieren. Ist jetzt aber passiert. Ich kann es nicht ändern. Allerdings habe ich schon Schlimmeres erlebt. So, wir schneiden es jetzt auf. Es geht halt nicht anders. Und weg mit dem Messer. Schade, schade, dass man damals nicht mitgedacht hat an die Leute, die vielleicht gerne die UVP noch aufbewahrt hätten. Jetzt muss ich das hier wirklich aufreißen. Das ist doch alles nicht so. Das ist doch alles scheiße. Auf gut Deutsch. So. Das war auch für mich nur schwer zu ertragen eben. Gut. Hier sind die Wurfscheiben, Kerium, glänzt, wunderbar, grelle Farben, frische Farben. Jetzt brauche ich hier schon wieder mein Cuttermesser, was hier los ist, ey. Und ihr habt jetzt gesehen, an dem Blister, da war so ein bisschen Farbabrieb. Hier ist auch noch was zum Befestigen, das ist ein Stück Draht. Und das Farbabrieb kommt daher, dass die Figur, obwohl sie hier fixiert war, trotzdem sich ein bisschen bewegt hat. Keine Ahnung, wie der Verkäufer die gelagert hat. Das Gute ist, er hat den Farbabrieb nur am Blister und nicht im Gesicht. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, in welchem Zustand die Figur daherkommt. So, das war extrem nervig und extrem dreckig, das Ganze. Gut, New Texas Daily News, das schauen wir uns auch nochmal an. Und zwar haben wir hier wie immer ein Poster mit dabei. Das Poster kenne ich so noch nicht. Okay, schöner Comic wie immer. Hier ist jetzt auch die deutsche Sprache. Und dann klappen wir das mal auf und schauen, ob es ein anderes Poster ist. Tatsächlich, das Poster habe ich noch nicht. Wir haben hier Scars in seinem kleinen Vehikel und Sandstorm. Ja, und cool. Ich hätte jetzt Handlebar irgendwo erwartet, aber er ist nicht mit dabei. Nicht weiter schlimm. Mal gucken. Schönes Poster. Dann kommen wir zum Zubehör. Das sind hier die Teile. Ist das jetzt auch nochmal verschlossen? Nee, ist es nicht. Es ist nur ein Kerium dabei. Das ist aber ein bisschen enttäuschend. Ich dachte eigentlich, sind immer zwei dabei. Das ist wohl nicht so. Wieder was gelernt. Bin ja nicht der absolute Fachmann, woher auch. Ich habe den Cartoon geliebt. Figuren hatte ich bis auf Thunderstick keine. Und nun ist ja dieser Brecher und Handlebar, wie gesagt, nicht nur Barkeeper, könnte auch genauso Türsteher, Rausschmeißer sein. Es ist er wahrscheinlich auch, weil er extrem bullig ist und ganz anders als die bisherigen Bravestar-Figuren, Thunderstick, Tex-Hex und Bravestar selber, die etwas schmächtig daherkommen, lässt sich der Kopf bewegen. Oh, ja. Und der sieht einfach Bombe aus. Dieses Teil sieht einfach Bombe aus. Hier haben wir keine Halskette, sondern das ist Elektronik, Mechanik. Dann hat er hier seine Hosenträger. Interessante Farben. Was haben wir hier? Brombeer. Dann haben wir hier wieder lila, dunkles Lila, Blau, Weiß, Goldverzierung, Ornamente. Hier sein grünes Alien oder froschgrüne Haut. Okay, und der Arm lässt sich bewegen. Oh, 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 okay, 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 okay. Alles klar. Den können wir auch bewegen. Das geht.
Ich hätte ihm noch eine Waffe gegeben. Also bis auf die Discs hätte er noch eine Waffe ganz gut getan. Alter, was sind das für Schenkel? Was sind das für Beine? Leck mich am Ärmel. Guckt euch das an. Das ist mal brachial in jeder Hinsicht. Böser, böser Junge. Er ist zwar einer von den Guten, aber er könnte auch böse sein, so wie er schaut. Er sieht einfach krass aus. Sehr, sehr schön. So, ich hatte die Figur nicht. Ich muss jetzt überlegen, wie das funktioniert oder funktionieren könnte. Wir legen jetzt hier also in seine rechte Hand eine von diesen Wurfscheiben. Hier ist so ein Nupsi. Damit befestigt man das Ganze wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal durchlesen, was damit geschehen soll. Und dann haben wir hier den Auslöserknopf an seiner rechten Schulter. Na komm. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Muss das in diesen Nupsi rein? Scheinbar ja. Aber an welcher Stelle? Ihr seht, ich habe keine Ahnung. Machen es so rein. Ich glaube, so ist es richtig. Ja. Die Anleitung hätte ich auch mal lesen können, aber gut. Wir testen es jetzt einfach mal so. Ich gehe davon aus, das schnellt jetzt hier in irgendeine Ecke, wenn ich da diesen Knopf drücke. Alter Falter, was hier los ist? Hier geht ja alles zu Bruch. Ihr habt den Schlag gehört und das gleiche machen wir nochmal, weil wir haben hier noch eine Wurfscheibe. Also der Mechanismus, der funktioniert 1A. Das gleiche nochmal. Und ich habe schon Angst, ich muss in Deckung gehen. Wenn ich da wieder drauf drücke, dann... Wow, krass. Krasses Teil. Und funktioniert. Und selbst wenn er nicht funktionieren würde, ich spiele ja nicht damit, aber ich muss sagen, das ist mit der schönste Handlebar, den ich wahrscheinlich je gesehen habe und auch jemals wieder sehen werde. Geiles Ding, aus Italien gekommen und ja, mega. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich würde euch aber bitten, noch kurz dran zu bleiben, denn ich gebe euch noch einen kleinen Sneak Preview, was euch im nächsten Video erwartet. Im nächsten Video wird es unter anderem Folgendes geben, aber auch noch mehr. Ich blätter mit euch diese Battlemania WWF Comics vom Verlag Valiant durch aus dem Jahr 91. Wir sehen hier, werden Big Bossman und The Mountie gehighlightet, gefeatured. Es sind 5 Comics an der Zahl. Hier ist der Undertaker im Fokus. Und das Schöne ist, da sind nicht nur Comics drin, sondern alte Werbung, Merchandise-Kataloge, Poster, wie ihr sie noch nie gesehen habt unter Umständen. Natural Disasters gegen LOD. Der Ultimate Player, Hardcore und die Bushwhackers. Ne? Sehr, sehr geil. Und als ob das nicht reichen würde, wie gesagt, es kommen noch mehr, werde ich mit euch hier dieses Teil auspacken von Mattel. Hot Wheels Masters of the Universe, so eine ja, Cross-Promotion Snake Mountain Challenge. Und das ist im Grunde hier so eine Art Looping, den werden wir dann aufbauen und mal ein, zwei Hot Wheels Autos durch die Loopings jagen. Richtig schickes Teil. Einfach nur genial und ich freue mich jetzt schon, mit euch das hier auszupacken und zu präsentieren. Bis dahin müsst ihr euch gedulden und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Ciao!